Ja, ich habe mich natürlich an all den Orten, die jetzt auf der Reiseroute liegen, habe ich mich schon gesehen. Ich habe mich schon bei Sonnenaufgang auf dem Huangshan-Berg gesehen. Oder ich habe mich schon auf dem Floß gesehen, mit dem wir von Guilin aus Richtung Süden unterwegs sein werden. Also diese Bilder mit mir und meinem Rollstuhl in dieser fremden Welt, die gibt es schon. Die Reise war Sehnsucht nach Freiheit. Es war irgendwie der erhoffte Schritt zurück ins Leben mit einem neuen Selbstwertgefühl aber auch. Nämlich des zwar Behinderten, der aber trotzdem noch Abenteuer erleben kann. Die Idee zu seiner China-Reise entstand hier, in der orthopädischen Universitätsklinik in Heidelberg. Marcel Bergmann musste 8 Monate bewegungslos auf dem Bauch liegen. Er hatte sich wund gesessen und die Heilung nach mehreren OPs verlief nur langsam. Wenn du dich an all das hältst, was der Stationsarzt dir vorgibt, dann liegst du im Sarg. Dann bewegst du dich nicht 24 Stunden lang. Bestenfalls mal deine Arme rechts und links um das Buch vom Nachttisch da unten hinzulegen oder um Messer und Gabel zu nehmen. Ja, ansonsten bist du wirklich wie ein Toter im Sarg. Auf einer Reise vor 13 Jahren, die Marcel seinem Vater zum Geburtstag geschenkt hatte, verunglückten sie mit dem Auto. Sein Vater war sofort tot. Marcel ist querschnittsgelähmt. Operationen und Krankenhausaufenthalte gehörten seitdem zu seinem Alltag. Während der Zeit im Klinikum Heidelberg besteht die Gefahr, dass er nie wieder sitzen kann. Heidelberg war eine unfreiwillige Gefangenschaft, 8 Monate lang, zu einem Zeitpunkt, der denkbar ungünstig war, weil meine Mutter, für die ich als Einzelkind, als einziger Sohn, die Sorge tragen musste und tragen wollte, weil meine Mutter eben genau in dieser Zeit ganz langsam starb. Und ich konnte nie bei ihr sein. Ich habe dann wirklich diesen Strohhalm gesucht, diesen Anker, an dem ich mich festhalten konnte in diesen traurigen Momenten. Und dieser Anker war dann irgendwann China. Ich wusste von Anfang an, wenn ich China bereisen würde, dass ich Hilfe brauche. Es würde eine Reise sein, die ich nicht alleine machen kann. Allein Gepäcktransport, das hätte ich nie alleine transportieren können. Also brauche ich bei jeder größeren Reise einen Begleiter. Und dass das dann Ham sein könnte, das war klar der allererste Gedanke. Wir haben so viele Dinge gemeinsam erlebt, dass wir uns sehr, sehr nah sind und ich weiß, dass ich mich auf ihn immer hundertprozentig verlassen kann. Und natürlich ist er auch ganz wichtig als sprachliche Brücke. Ich kann mir keinen geeigneteren Partner für die Reise vorstellen, als das Ham ist. Hey, lass dich jetzt. Hey, schön, dich zu sehen. Klasse, dass das funktioniert. Ja, wenn du mir hilfst mit dem Wagen, wäre lieb. Ja? Marcel kennt Ham schon aus der Zeit vor seinem Unfall, seit einem Auslandspraktikum. Sie haben sich immer wieder getroffen. Ham hat sogar bei Marcels Eltern gewohnt, als er vor vielen Jahren in Deutschland gearbeitet hat. Auch wenn die beiden sich gut kennen, eine Reise von 3 Wochen, wie sie jetzt vor ihnen liegt, haben sie noch nie zusammen gemacht. Enttäuscht wäre ich wahrscheinlich, wenn mein Körper mich so weit im Stich lassen würde, dass wir die Sache abbrechen müssen oder arg reduzieren. Dass meine Behinderung die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. Das heißt, dass ich China nie so richtig zu 100% an mich ranlassen kann,
sondern sich stets mit dem Bewusstsein behindert zu sein durch diese ganze fremde Weltreise. Ich würde mir wünschen, dass ich im Laufe der Reise gar nicht mehr darüber nachdenke, dass der Rolli jetzt den Ablauf des Tages auf seine Art und Weise bestimmt. Am ersten Morgen lassen die beiden es langsam angehen. Sightseeing in Shanghai steht auf dem Programm. Ich glaube, das haben mich lang genug kennt und auch die Situation im Rollstuhl, um zu wissen, was ihn erwartet. Er kennt die Probleme, die ich habe in der Öffentlichkeit, weiß damit umzugehen. Und manchmal ist die Hilfe auch so selbstverständlich seinerseits, dass ich gar nicht mehr fragen muss. Ham hilft auf der Reise beim Gepäck, das auch aus vielen Medikamenten besteht, die Marcel mehrmals am Tag nehmen muss. Er hilft beim Übersetzen und wenn es darum geht, dass Marcel trotz des Rollstuhls vorankommt. Achtung, Ham, jetzt wird es schwierig. Ja. 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 Okay, los, los mit der Hand. Los mit der Hand, ja. Entschuldigung. Okay. Und alle einmal gucken, ja. Ich kenne das Gefühl von früher noch. Das war ein sehr erniedrigendes Gefühl, wo ich mich wirklich als Krüppel fühlte, bei aller Vorsicht mit dem Wort. Inzwischen habe ich mich an solche Situationen gewöhnt, kenne das besser und weiß, meine Sicht der Dinge fast zu drehen und statt mich erniedrigt zu fühlen, dankbar zu sein dafür, dass mir überhaupt jemand hilft und dass es möglich ist, dass ich auf so unwegsamen Passagen doch noch auf ein Schiff gebracht werden kann, auf dem ich alleine nie stattfinden würde. Ja, Aktion, Aktion, Aktion. So, Alter. Das wäre ich auch nach dieser Reise. Das wäre ich bestimmt 10 Jahre älter. Ich habe mir wirklich vorher überlegt, gerade weil Ham auch so eine Art zweiter Sohn meiner Eltern war, dass ich diese Reise auch für die beiden mache und dass ich mir Gott weiß wie sehr wünsche, dass sie uns hier unten irgendwie beobachten können. Marcel und seine Eltern hatten ein gutes Verhältnis. Sie haben viel zusammen gemacht, Sport getrieben und sind oft gemeinsam verreist. Ich glaube, wir waren eine glückliche Familie. Und ich bin heute auch total dankbar dafür, dass ich solche Eltern gehabt habe. Es ist der 26. November 1994. Das Datum vergesse ich natürlich nie. Es ist der unfreiwillige Beginn eines zweiten Lebens. Papa tot, ich mein Leben lang querschnittsgelähmt und Mutter dann mit dem bösartigen Krebs in der Brust. Das begann alles mit dem Unfall. Der hat eigentlich unser Familienleben richtig zerstört. Meinen Vater habe ich geliebt. Mein Vater war mein bester Freund. Alle Erinnerungen sind einfach positiv, sind angenehm, sind von der Wärme begleitet. Und ich merke jetzt, dass ich ihn, obwohl er schon so lange tot ist, überhaupt nicht verloren habe. Da sind so viele Spuren, die er in mir hinterlassen hat. Und diesen Spuren folge ich auch heute noch. Marcels Wohnung in Mainz. Hier lebt er schon seit fast 10 Jahren allein. Es vergeht kein Tag, an dem er keine Schmerzen hat. Sein Gehirn hat die Schmerzen des Unfalls konserviert.
Ich habe mich damals in diesen langen Krankenhaustagen mal gefragt, wenn ich wählen könnte, wieder laufen zu können oder diesen Phantomschmerz loszuwerden, wie ich dann entscheiden würde. Und anfangs war ich mir ganz sicher, ich wollte wieder laufen. Und heute bin ich mir ganz sicher, dass ich diesen Schmerz einfach los sein möchte, dass ich auch im Rollstuhl ohne diesen Schmerz ein zufriedenes, vielleicht sogar glückliches Leben führen könnte. Es ist immer das Bewusstsein von Schmerz da und die Medikamente, die diesen Schmerz bekämpfen, hinterlassen natürlich auch ihre Wirkungen und trüben nicht nur den Schmerz, sondern meine ganze Aufnahmefähigkeit, mein Bewusstsein, meine Ausstrahlung. Und es ist irgendwie so am besten zu erklären mit diesem grauen Schleier, der sich über alles drüber legt und den ich ja seit dem Unfall nie losgeworden bin. Der ist nicht mehr derselbe Person. Damals war es Optimist und jetzt, natürlich gibt es schon Pessimismus. Wenn sowas Gravierendes passiert, das kann man doch nicht mehr erwarten, dass der Mann so verhält, als ob nichts passiert ist. Wenn man plötzlich behindert ist, wie er, dann vielleicht denkt man, alle Türen sind zu. Aber das gibt auch wieder einen Spruch, dass wenn eine Tür zu, dann ist vielleicht auch das Fenster offen. Die Reise führt von Shanghai zunächst nach Westen Richtung Gelbes Gebirge. Ziel ist Peking im Norden nach 3 Wochen. Die Route mitten durch entlegene Provinzen ist schwierig und für Marcel gefährlich. Kleinste Wunden können bei ihm durch leichte Stöße entstehen und heilen nur schwer. Dann müsste er die Reise abbrechen. Ich glaube, wenn wir alle Sehenswürdigkeiten gesehen haben und ein bisschen mehr von der chinesischen Kultur und das Land verstehen, ohne zusätzlich ein Bein oder einen Arm gebrochen zu haben, das wäre dann ein Erfolg. In dem westlichen Land, dass man denkt immer, ich aus das Zentrum von der ganzen Welt, ich und ich. Aber für die asiatischen Leute, das ist ein bisschen anders. Das ist schon normal für uns, dass wir auch ein bisschen für den anderen Leuten denken, aber nicht immer ich als der Erste. Als Höhepunkt seiner Reise hat Marcel immer von der chinesischen Mauer und von dem berühmten Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Huangshan geträumt. Zu dem schönsten Berg Chinas kommen die zwei erst am Abend. Am nächsten Morgen wollen sie den Sonnenaufgang erleben. Im Moment wissen die beiden allerdings noch nicht einmal, wie Marcel das Hotel in der Nähe des Gipfels erreichen soll. Ja, am besten finden wir 4 stärkere Männer, die dich tragen. Ja. Ansonsten geht es nicht mehr. Ja, da du die Muttersprache dieser Menschen sprichst, würde ich dich bitten, 4 starke Männer anzuquatschen, ob sie uns helfen. Ich weiß nicht, ob das wieder mit Geld laufen muss oder ob die einfach nur nett sind. Ich fürchte, es wird eine
Aktion werden, bis du jemanden findest. Ja, ja. Mach ich. Hi. Nur Jungs, wie soll ich in diese Senf? Schönes Erlebnis für dich, ne? Das passiert nur einmal im Leben. Das hast du gut gesagt, das passiert nur einmal im Leben. Jungs, entspannt euch. Warte, Entspannung, ganz langsam. Würdest du mein Kissen da drunter legen, Hamlet, bevor die mich hinsetzen? Bier fangen. Alles wird gut. Das Kissen ist für Marcel ganz wichtig. Sonst könnte er sich leicht wund sitzen und das wäre gefährlich für ihn. Okay. Okay. Also irgendwann ist alles ein erstes Mal. Oh ja. Mein Gott, Wahnsinn. Wahnsinn. Angst, dass ich mich überfordere, dass das eine viel zu große Nummer ist und dass mein Körper irgendwann sagt, Freundchen, das hier ist der falsche Spielplatz. Und dass ich mal lieber schön bei meiner Behinderung bleibe und in den Schwarzwald fahre mit behindertem Gerecht im Zimmer. Aus der Traum vom Sonnenaufgang. Marcel bleibt mit seinen Trägern in den Touristenmassen stecken. Im Gedränge geht sogar Ham verloren. So viele Menschen, so viel Gedränge und dann wir mittendrin, die beiden tragen mich da durch diese Massen durch, wird geschubst rechts und links. Also, beklemmendes Gefühl. Okay, meine Füße verrutschen. Das Gedränge ist deshalb so gefährlich, weil Marcel sich etwas brechen könnte. Bemerken würde er das nicht gleich, weil er kein Gefühl in den Beinen hat. Ist doch alles gut. Dankeschön. Danke, jetzt ist gut. Danke. Bei aller Vorsicht mit Superlativen, ich glaube, das war das bisher Abenteuerlichste, was ich im Rolli je erlebt habe, die Geschichte hier. Ist eigentlich viel schöner jetzt als eben noch, als es hier voller Menschen war. Ich weiß gar nicht, warum die alle nach Hause gehen jetzt. Es ist, als würde da hinten so ein Maler immer neue Berge aufs Papier bringen. Und wunderschön jetzt. Wunderschön. Am Flughafen verlangt das Personal, dass Marcel in einen anderen Rollstuhl umgesetzt wird. Aber er weigert sich. Da muss man an Bord fragen. Ja. Okay. Also herrliche Geschichte. Als wäre ich der erste Rollifahrer hier. Als wäre ich der erste Rollifahrer. Wir haben nächstes Jahr die Paralympics im August oder September. Viel Spaß. Naja, für mich ist der Rollstuhl fast ein Teil meines Körpers. Also wenn ich jetzt in so ein altes Ding gesetzt werde, dann bewege ich mich, wie wenn ihr auf Eiern laufen würdet. Dann fühle ich mich total unwohl. Dann muss ich geschoben werden. Und wenn ich geschoben werde, dann fühle ich mich ja sowieso doppelt behindert. Also ich mag nicht geschoben werden. Ich mag mich selber bewegen. Ich kann das ja. Und wenn es nicht nötig ist, dann will ich das einfach nicht. Okay. Du wirst getragen. Ja. Bis zu deinem Sitzplatz. Ja. Und da
bleibt diese Dinge auch da neben dir. Genervt sein, wenn irgendwas nicht klappt, kannte ich vorher, wird sich wahrscheinlich auch, wenn ich 80 werden sollte, nicht ändern. Das hat nichts mit Rollstuhl, Unfall, Behinderung zu tun. Das ist eine persönliche Geschichte, die zu mir gehört. Also ich bin dann in dieser Hundehütte da, ja? Ja, dieser hier. Man muss da drinnen sitzen in der. Yes. Ja. Geht? Okay, komm, wir haben keine andere Wahl. Ist jetzt nicht der Traumschlechtchen. Aber wir brauchen starke südchinesische Männer, die uns helfen. Okay, gut. Ja. 1, 2, 3. Super. Okay. 往下台也是一样办法 Es ist eine wunderschöne Gemeinsamkeit. Ich weiß, wie er viele Dinge empfindet und wie er mir beibringen kann, Dinge anders zu sehen, als ich sie sehe. Wir sind so vertraut miteinander. Und das klingt jetzt sehr emotional, aber das ist für mich so. Ich möchte die Reise meinen Eltern widmen und es geht nicht besser als mit Ham zusammen. Ich glaube, dass ich noch nie so eine schöne Landschaft gesehen habe wie die hier. Die Tageszeit ist ideal, Dämmerung, es kommt langsam ein grauer Schleier über alles drüber, alles wird friedlich. Ja, es ist, glaube ich, bisher der Höhepunkt der Reise für mich. Auch sowas, das ist wieder alle Insekten. Was ist das hier? Die Seide. Seidenraupe. Skorpion oder lieber sowas anderes? Nee, lass uns Skorpione. Das kann man so richtig schön groß mit angeben. Ich habe Skorpion gegessen. Du erst oder ich erst? Du erst. Aber lecker. Noch was probieren? Insekten? Nein, herzlichen Dank. Ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich diese Skorpione gegessen habe. Und sofort Wasser trinken. Nee. Yes, yes. Marcel will auf der Reise verschiedene Verkehrsmittel nutzen. Jetzt ist das Fahrrad dran. Marcel hat bereits in Deutschland dafür mit seinem Handbike trainiert. Ham tut sich schwer mit dem Fahrradfahren und versucht alles, um es so lange wie möglich hinauszuzögern. Ich habe große Sorge für mich selbst, weil ich habe vielleicht dreimal in meinem Leben bisher Fahrrad gefahren. Und daher kannst du sich also vorstellen, was ist eigentlich diese Fahrt aus einer Herausforderung mich bedeutet. Was geht, geht und was nicht geht, lassen wir sein. Wir kommen gesund in Peking an. Vor der Radtour steht noch ein Bergaufstieg. Marcel ist in fast jeder Situation auf die Hilfe von Ham angewiesen. Das ist nicht immer leicht für die beiden. Ham würde mit Sicherheit gerne auch viel mehr alleine machen. Und ich würde viel mehr gerne alleine machen. Wir würden uns, wenn wir beide Fußgänger wären und so eine Reise unternehmen würden, sicher mal ein, zwei Tage lang trennen. So waren wir von morgens bis abends immer zusammen. Und darum bin ich keinem von uns beiden auch böse, dass es zwischendurch mal Momente gegeben hat, wo wir uns ziemlich genervt haben und gerne aus dem Weg gegangen wären. Wow.
ich mag dieses Gefühl, dass ich alleine bin, manchmal, also nicht ständig, aber man hat dann ein bisschen Zeit für sich, also ein bisschen nachdenken oder manchmal gar nichts. Also einfach den Kopf leer machen, ja, das mache ich gerne. Morgenmuffel ist schon nicht ganz falsch. Das andere sind die Medikamente, die mich wahrscheinlich dann auch ohnehin noch ein bisschen müder machen, als ich es sonst wäre. Nur hier wird es mir natürlich bewusster, was ich durch das lange morgendliche Zögern beim Aufstehen, was ich da verpasse. Wenn ich an frühere Reisen denke, dann sind doch meistens die Gesichter von Menschen zurückgeblieben. Und vielleicht waren davon doch eher zu wenig bisher. Das liegt am doch recht eng gestrickten Programm. Vielleicht habe ich da vorher in der Reiseplanung ein bisschen übertrieben und vergessen, dass wir vielleicht auch wirklich mal 3 Stunden einfach nur irgendwo sitzen sollten in einem Café und beobachten und angesprochen werden. Ich komme schon. Du gehst vor. Ich komme schon. Ja, ich komme hier. Jetzt. Die Radtour beginnt. Circa 200 Kilometer wollen die beiden in den nächsten 3 Tagen mit dem Handbike und dem Fahrrad zurücklegen. Die abenteuerliche Strecke führt durch eine südchinesische Provinz. Oh, mein Reifen. Rutschtuber. Hamlet? Ja? Hamlet? Was? Pause eben? Nein. Geht schon. Da haben das jetzt überhaupt nicht gemerkt hat, mache ich das mal selber. Der fährt da vorne weiter seinen Reifen. Also ich muss das Ding weiter nach hinten reinstecken, um mein Körpergewicht nicht zu sehr in die falsche Richtung zu verlagern. Jetzt muss ich mich irgendwie drehen können. Da, das ist das Problem. Jetzt kannst du auch genau sehen. Der Reifen greift nicht mehr. Mein Gott, ist das eine Scheiße. Jetzt sind die Reifen hinten. Wenn es jetzt nicht geht, dann muss ich halt jemand schieben. Na, ist doch gut. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen ich auf dieser Reise unterwegs bin, die sind weniger abhängig von der messbaren Geschwindigkeit in Stundenkilometern. Also ich kann im Flugzeug fürchterlich langsam sein, wenn ich starke Schmerzen habe und voller Medikamente bin. Ich kann auf dem Handbike viel, viel schneller sein, weil ich mich Gott weiß wie wohl fühle und plötzlich mein Kopf voller Gedanken, Hoffnungen und Wünsche ist. Gut. Ja! Yeah. Ja, er gibt sich Mühe, dass er jetzt nicht der durchtrainierte Sportler ist, wusste ich vorher. Und auch kein geübter Fahrradfahrer. Dann hat er noch den schweren Anhänger mit unserem Gepäck. Ich glaube schon, das ist manchmal eine Nummer zu groß für ihn. Also für mich ist es deutlich leichter. Geht einfach nicht. Das tut mir leid, ich würde gern was nehmen, aber nee, ich weiß nicht wie. Mehr kannst du nicht tun. Also steigen wir jetzt am besten wieder ein. Ne? So. Okay, perfekt. Yes, ja. Okay. Hier ist Ende. Hier beginnt wieder so eine unasphaltierte, schmierige Strecke. Und das ist für mich im Handbike unmöglich, allerdings für Ham auch mit dem Anhänger. Und ein lieber Busfahrer, den wir für die Strecke engagiert haben, der ist dann halt da an solchen Stellen und nimmt uns weiter mit. So jetzt auch. Die
Hauptstraße wird immer unwegsamer. Kaum zu glauben, aber das hier ist die einzige und größte Verkehrsverbindung. Keiner weiß nichts. Wir sind hier irgendwo am Ende der Welt. Seit mehr als 100 Kilometern gibt es keinen Asphalt mehr. Wir haben aus Gießkannen gerade tanken müssen, weil die Tankstelle geschlossen war, noch irgendwie aufgemacht hat. Hier ist wirklich das Ende der Welt und wir suchen jetzt eine etwas größere Stadt, wo wir ein Hotelzimmer erhoffen. Und noch nicht mal die Menschen hier am Straßenrand können sich einigen, in welche Richtung wir fahren sollen. Also Ende der Welt ist ja so ein klischeehafter, übertrieben oft gebrauchter Ausdruck. Hier ist es. Das macht mich jetzt fast wie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gelähmt. Ich sitze dann da und weiß, ich kann nichts machen. Und dann schalte ich einfach ab. Voll. Voll. Eins. Eins. Vielleicht gibt es noch eins noch darüber, aber dann besser fahren wir dorthin. Ja, würde ich auch sagen. Schließlich finden die beiden doch noch ein Zimmer. Ein Luxushotel ist es nicht, aber besser als eine Übernachtung im Auto nach den Strapazen des Tages. Ich hatte gedacht, wir fahren Asphalt und eine Strecke, die relativ flach ist. Und schon das erste war nicht der Fall. Das, was wir vorgefunden haben, ist eine Strecke, die können selbst Autos nur mit großen Schwierigkeiten zurücklegen und wir im Grunde gar nicht. Darum war es eine Mischung. Eine Mischung aus Selbstüberschätzung und eben Unkenntnis der infrastrukturellen Voraussetzungen. Also, was das eigentliche Ziel des Tages angeht, eine komplette Pleite. Marcel ist mit seinen Kräften am Ende. Aber am nächsten Tag liegen noch weitere 100 Kilometer Schotterstraße vor ihm. An eine Weiterfahrt mit dem Fahrrad und dem Handbike ist nicht zu denken. Marcel und Ham müssen die Reise im Bus fortsetzen. Ich muss ja immer mit meinem Hintern aufpassen. Mir wird es nicht unbequem, weil ich ja keinen nervlichen Kontakt dorthin habe. Sitze dann halt stundenlang auf einer und derselben Stelle und merke natürlich auch nicht, wie die langsam aber sicher zur Druckstelle wird oder sich sogar entzündet. Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Menschen, Tiere und Autos versperren den Weg. Also es ist eine ganz tolle Situation. Wir sind hier zufällig reingeraten und wussten gar nicht, was uns erwartet. Ein Büffelkampf ist da unten. Da werden jetzt zwei Büffel gegeneinander kämpfen. Und drumherum, irgendwo im Süden Chinas, am Rande der Welt, eine ethnische Gruppe, von denen ich noch nie gehört habe, die auch ganz anders aussehen. Ein riesen Glücksfall. Verstehe ich leider nicht. Reisen heißt für mich, einen Zustand zu erreichen, der mir sehr liegt, den ich aber im Alltag nur ganz selten hinbekomme. Nämlich nochmal ganz wach und neugierig zu sein. Und ich glaube, das bin ich dann vor allen Dingen, wenn etwas fremd ist. Eine Zugfahrt will Marcel auf jeden Fall erleben. Er wusste aber vorher nicht, dass der Bahnsteig bis 10 Minuten vor Abfahrt geschlossen bleibt. Dann strömen alle Passagiere gleichzeitig in die Abteile. Wie das gehen soll mit Rollstuhl und Gepäck, ist noch ein Rätsel. Geht nach vorne und dann dadurch kommt man wieder raus.
Man könnte es fragen, was macht doch der Mann hier alleine in seinem Rollstuhl in einem so fremden Land? Und ja, das, er will zeigen, dass es eigentlich geht. Und da Rex. Wir warten bis 20 vor. Also mir macht das immer Angst, so viele Menschen. Du hast darauf bestanden, das wird interessant sein. Und wir sind jetzt hier. Nee, es ist schon okay. Nur ich muss mich ja nicht wohlfühlen dabei. Es ist wohlfühlen? Na. No. Aber? Ich fühle mich sehr unwohl. Ja, ich auch. Was passiert? 跟他讲了，一下没问题，没问题。 Es gibt auch Zoppe. Das ist ein toller Service. Die Hilfe der Bahnbeamtin ist ein kleines Wunder. Ungefragt bringt sie Ham und Marcel vor den Menschenmassen zum Zug. Dort kann Marcel in Ruhe auf den Ansturm der Reisenden warten. China hat so viel von diesem großen Abenteuer erfüllt, was ich mir gewünscht habe. Und auch von diesen Grenzen, von diesen Situationen, in denen ich mich als Behinderter eigentlich nicht mehr wiederfinde, dass ich das Ganze mit einem total positiven Eindruck bisher verbinde. So, komm. Ja. Sehr, sehr. Wir testen die Grenze von den Menschen. Und soweit, was ich dann gesehen habe, sie sind wirklich ein ganz hilfsbereiter Mensch. Wie weit noch? Hey. China ist nicht behindertengerecht. Auf keinen Fall. Aber die Chinesen, die sind irgendwie behindertengerecht. Super. Nicht schlecht, ne? Ich bin mir fast sicher, dass diese Reise, die wirklich so viele Unmöglichkeiten hatte für mich, die wir trotzdem bewältigt haben zusammen, dass mir das schon ein neues Selbstverständnis gibt in meiner Rolle. Dass ich irgendwie auch weiß, dass der Rollstuhl, der nochmal zu mir gehört, wie zu anderen Leuten, ihre Beine, dass der mich doch nicht so sehr einschränkt, was wirklich große Abenteuer angeht. Der Traum, den ich gehabt habe, der bestand natürlich aus ganz vielen Bildern. Bilder aus Reiseführern, Bilder aus meiner Vorstellung. Das, was die Wirklichkeit mir jetzt geschenkt hat, ist viel schöner als der Traum. Es gab ungute Momente, klar. Meine Schmerzen sind nicht verschwunden. Sie waren da, aber haben nicht zerstören können, was sich sonst so spannend aufgedrängt hat. Die letzte Etappe der Reise ist der Flug nach Peking. Marcel hat wieder Schmerzen. Ohne seine Medikamente könnte er den Flug gar nicht durchstehen.
In Peking lassen Ham und Marcel sich endlich einfach nur treiben. Nach dem Unfall habe ich meinen Körper jahrelang als fremd empfunden. Und dann kommt fast wie so ein Reflex die Suche nach irgendetwas, was eben trotzdem noch geht. Was trotzdem Herz und Seele und Verstand wieder eins werden lässt mit diesem Körper. Ich bin Marcel, so wie ich mich kenne. Und ab und zu mal leuchtet China so hell auf, dass ich aus dem Marcel mal einen Moment raus kann und dann wirklich ganz in China bin. Sierra, Sierra. Okay, da. Das Kissen, denk dran. Ja. Okay. Super, Alter, Junge. Kissen. Super. Warte, das Kissen muss weiter nach vorne. Weiter Kissen, weiter nach vorne. Okay. Kannst du noch haben? Gut. Ja, kann ich. Ja. Gut. Alles gut. Okay. Perfekt. Perfekt. Jungs, danke. Am Ende der Reise dann endlich der lang ersehnte Ausflug zur chinesischen Mauer. Dass sie in der Seilbahn sitzen, ist nach all den Anstrengungen wie ein kleines Wunder. Noch 20 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Und oben dann noch 48 steile Stufen. Hey. Zieh mich an. Okay. Ja. Mir kommt natürlich auch so ein bisschen die Geschichte von Ikarus in den Sinn. Ich muss sowieso viel an meine Eltern jetzt im Moment denken. Mein Vater hat mir so oft aus der griechischen Mythologie erzählt und Ikarus, der ja unbedingt fliegen wollte. Und ich will fliegen, ist das hier für mich auch. Ne? Ich will auf die Mauer. Aber ich habe ein tiefes Vertrauen, dass ich eben nicht abstürze. Hey. Dass mich der Chinese jetzt hier diese unwegsamen letzten Passagen hochgetragen hat. Und jetzt sind wir wirklich hier oben. Oben auf der Mauer. Also im Rollstuhl. Ich habe das Gefühl, ich bin der Erste im Rollstuhl, der hier hochgefahren hat. Unglaublich. Und wunderschön. Den Rollstuhl gänzlich zu vergessen, ich glaube, das geht einfach nicht. Es gab sicher mal Stunden, wo er einfach gar nicht da war. Das jetzt in den Alltag wieder mitzunehmen, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat hier die Reise viele, viele Momente zugelassen, die mich im Bewusstsein einen Reisenden haben sein lassen und nicht einen Rollstuhlfahrer. Das Hörbuch erhalten Sie im Handel und im ZDF Online-Shop.